Alter, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Heute mit... Was ist das überhaupt? Ah ja, Feature-Match von der German Yugi Tube League. Da haben wir gegen Gameboxing gespielt. Cooler Typ haben wir auf der DM getroffen. Netter Typ. Tati hat ihm direkt ein paar Punchlines gegeben, dass wir ihn eh fertig machen werden. Ja, fangen wir mal mit dem Video. So, was hat der Gegner gespielt? Also der Gegner hat Hero gespielt. Okay. Wir waren ja im CO2-Format und Hero ist ja so ein grenzwertiges Metadeck eigentlich, immer ganz gut dabei eigentlich, aber da er spielen konnte, war auch eine gute Wahl, muss ich sagen, von ihm, weil es ja eben eigentlich relativ metatauglich ist eigentlich, aber noch unter das Format fällt. Okay, der Gegner, bist du das? Ja. Nein, du bist das? Nein, nein, ich bin der Necro-Spieler. Okay, der Gegner hat ein 3-Set angefangen, auf Laser, okay. Twin Twister ist echt gut. Den Move von ihm habe ich nicht ganz verstanden, weil Twin Twister habe ich aktiviert auf die zwei Äußeren und er hat die mittlere angechained. Also es wäre eh egal gewesen und eigentlich sollte man immer auf den Surge warten, bevor man Darklaw macht. Oder allgemein einfach warten, weil sonst weiß ich ja direkt, das Mass Change lag da und ich habe es nicht getroffen, dann kenne ich ja seine letzte Backrow und somit ist es eigentlich relativ egal. Und hier sieht man ja einfach Necros-Kombos, wie du es heutzutage machst. Mit Kaiju Slam holst du den 9er, Trishul alles und dann OTK. Über 8000. Okay, wie ihr seht, das war echt zu schnell. Der Gegner konnte einfach gar nichts machen. Das war echt GG easy. Game 2 war hier echt das Problem. Necros fängt an. Okay. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er mich anfangen lässt. Erstens, also allgemein, Necros habe ich ja genau gespielt, deswegen, weil jeder anfangen will und du mit Necros Zweiter sein willst. Und bei Hero war es auch echt komisch, dass er nicht anfangen will. Normalerweise willst du immer Darklaw aufbauen, Necros setten und so weiter. Ich habe halt alles drin gelassen, Kaijus, Twin Twister und so weiter, was du eigentlich nur drin lässt, wenn du Zweiter bist. Und das hat mich halt im Nachhinein ein bisschen gefickt hier. Okay. Gegner macht Dings, auf Mass. Game endet mit drei Verdeckte. Es kommt Twin Twister in Endphase. Wie sagst du, Twin Twister aktiviert, wenn Darklaw liegt? Ja, Twin Twister ist ja wurscht, du bannest hier nur zwei Twin Twisters. Und ich habe halt gehofft, wenn ich jetzt irgendwie Manju oder sowas nachziehe, dann ist die Hand direkt spielbar. Gamesiel auf den Mask Hero, aber ich habe halt nichts nachgezogen. Da hast du verloren, geil, die Runde. Okay, Runde 3. Fängt der Gegner an. Okay, 3 Set, Standard. Da ist natürlich also auffällig, dass er direkt den Shadow Mist genommelt hat. Das hat die Mask Change ziemlich verraten eigentlich. Ja. Auf Darklaw. Stört es sich jetzt oder nicht? Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich jetzt Unico hole, aber dadurch, dass ich mit 12 Klausulas und Trishula holen kann, hat es gar nicht gestört. Trishula direkt resolven, konnte ich über alles drüber rennen, ich kann ja auch noch den Kaiju aus der Hand specialen und dann war er relativ nackt auch. Vor allem, weil Klausulas schon immer ziemlich gut war gegen Hero, ja, weil du im Damage Step einfach seine Monster auf 0 schwingen kannst. Genau. Sieht man auch gleich, dass es das letztendlich, woran er jetzt stirbt. Er hat ja auch eigentlich jetzt einen ziemlich guten Top-Deck, also das Beste, was er jetzt ziehen kann, hat er auch gezogen. Hero Lives ist das Einzige, wie er noch irgendwie zurückkommen kann, aber dadurch, dass ich ja Klausulas habe, kann er halt nichts machen. Egal, was er rausbringt, ich warte bis zum Damage-Step und dann shrink ich's. Wäre jetzt nicht eine bessere Wahl gewesen, dass er vielleicht... Ah ne, doch, das war schon gut. Ah ne, Klausulas... Anki war schon die richtige Wahl, hätte ich es nicht durchgelassen, weil sein Plan war ja eher, wenn ich auf die Angriffsdeklarierung... Auf die Angriffsdeklarierung Klausulas gemacht hätte, hätte er Mass Change noch unchainen können, einen zweiten Darklaw holen können und von da aus noch was machen, aber bis zum Damage Step einfach warten und dann hätte es auch gereicht. Okay, mit Klausulas wahrscheinlich nicht gerechnet, naja. Gutes Match war das, auch ziemlich schnelles Match. Auf jeden Fall. Danke an unseren Gegner und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.